Servus, wir sind heute in Stuttgart bei Riefmania. Mit uns ist der Thomas von Rhein-Main-Rief-Aquaristik. Wir wollen euch heute die Atto-Pumpe vorstellen. Thomas? Okay, gib sie mir. Hallo. Ja, Thomas von Rhein-Main-Rief-Aquaristik. Die Dosing Pump ATO ist im Prinzip eine Osmose-Nachspeisung. Als Ergänzung oder anstatt dem Level Keeper. Und sie füllt langsam Osmosewasser nach, verfügt über zwei Schwimmer, die beide in der Luft hängen müssen, damit gefüllt wird. Und dann gleicht die langsam eben die Osmose-Nachspeisung. Also für welche Beckengröße empfiehlst du? Eher für kleinere Becken, ich sag mal bis 400 Liter vielleicht. Ja, 500 Liter. 500 geht? Ja. Okay, du sagst es. Ich habe selbst einen im Einsatz, bei meinem Großen dauert es zu lange. Ja. Ja. Aber das für kleinere Becken, ja, bis 500 Liter, ist das eine gute Pumpe. Gute Alternative zum Level Keeper. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Also das ist eine Quelle von Rost weniger, ne? Also, weil du musst die Pumpe nicht ins Richtig, ja. Was Damian also meint, die Dosierpumpe fördert eben das Wasser und man hat keine extra Pumpe im Osmosewasser liegen. Da gibt es ja öfter mal Probleme mit Rost und entsprechenden Schwermetallen im Wasser, wo man sich wundert, wo sie dann herkommen. Und hier geht alles über die Dosierpumpe ran. Ja, also das war's für heute. Ciao, bis nächstes Mal.